Hallo und willkommen zu dem zweiten Teil meines Parallel-Let's Plays. Dieses ist der Teil des neuen Spiels Ancient Y's Vanished Ohms. Ja, Y's Chronicles. Das hatte ich ja schon erwähnt in meinem anderen Teil des Let's Plays. Ich weiß gar nicht, wie die Steuerung jetzt hier anders war. Muss ich mal testen. Und... okay, also das scheint so zu sein. Lass mal ganz kurz schauen. So, Movement. Egal. Ja, ich spiele das jetzt, wie gesagt, parallel, soweit wie ich immer in den anderen Folgen komme. Hier wird man jetzt mehr von der Story wahrscheinlich erfahren, aber ich finde vom Spiel her, wahrscheinlich liegt das daran an der Nostalgie, finde ich die andere Variante sogar schöner irgendwie. So, was heißt jetzt hier Chronicles 2009, Complete 2001? Ich glaube, ich spiele Chronicles 2009... und wir spielen auf normal, oder? Hart? Normal? Da ich auch irgendwo weiß, dass hier mehr Aufwand in das Spiel gesteckt werden muss als im anderen, werde ich sogar easy nehmen, glaube ich. Ich habe das schon mal auf normal durchgespielt, aber ich werde easy nehmen. Ganz einfach deshalb, weil ich... ja, ich weiß sonst... man muss sich hier 3-4 Folgen machen, um eine Folge des anderen, der anderen Parallelspielvariante eben aufzuholen. Deswegen hier jetzt... der Schwierigkeitsgrad einfach. Light and Darkness, the Disturbed and Chaotic Era. Also Licht und Dunkelheit, die gestörte und chaotische Ära. Tolles Video. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, es wird gleich ein Gespräch anfangen, vermutlich, werde ich mal kurz was dazu erklären. Also,
was wir gesehen haben, ist eigentlich ein bisschen Story, der aufgrund des Animes, der aufgrund des Spiels, was ich in meinem Parallel-Let's Plays erstellt wurde, ja, basiert. So, der Satz war jetzt wahrscheinlich wenig zusammenhaltsreich, aber naja. Es ist eine Story, die wurde ausgebreitet auf der Basis des Spiels in einem Anime und dieser Anime wurde wiederum in dieses selbe Spiel noch einmal umgesetzt. Dieser Anime, ja, manche mögen sagen, dass der Anime erst da war und dann das Spiel, aber das Spiel war eigentlich eher da. Und das ist eigentlich ein toller Anime für die Zeit damals. Das ist einer meiner Lieblingsanimes und ein paar Sachen hat man vielleicht aufgeschnappt. Also es gibt hier zwei Mädchen, das sind göttliche Priesterinnen, Rhea und Fena. Und wir wissen allerdings nicht, dass es Priesterinnen göttliche sind. Und im anderen Teil haben wir schon eine von beiden gesehen. So viel mag ich verraten. Ich werde das nicht im anderen Teil verraten. Das werdet ihr nur wissen, wenn ihr beide Teile schaut. Und natürlich ist da noch kein Wissen da. Man hat aber jetzt einen Anhaltspunkt gesehen. Und zwar eine von beiden hat man gesehen, wurde gefangen. Und die andere, ja, man hat ihre Trauer darüber gesehen oder ihr angesehen und sie ist auch die mit der Harmonika auf der Harmonika spielt. Das sollte jetzt genug Anhaltspunkt gewesen sein, um rauszufinden, an welcher Stelle in einem anderen Let's Play oder Playthrough man das, man sie sieht und ja. Gut, dann wollen wir mal hiermit jetzt anfangen. Das fängt etwas vor der Geschichte im anderen Spiel an, und zwar etwas früher. Wir sind noch nicht in dem Ort, in dem wir im anderen Spiel sind. Wir müssen uns erstmal dahin durchkämpfen. Ah, gut, du bist erwacht. Ich hoffe, ich drücke jetzt richtig die Taste. Ja, mach dich nicht fertig. Dein Körper ist noch voll mit Wunden und Kratzern ja, übersät. Und tut's noch irgendwo weh? Adol, der heißt übrigens Adol Christensen. Ich wollte gerne schon ab und zu mal den Namen nutzen, aber Adol wird gerne mit Adolf verglichen und das will man sicherlich im Deutschen nicht sehen. Deswegen kann ich diesen Namen selten verwenden, aber naja. Adol überprüft sich selbst und sagt, ja, das ist ein bisschen Schmerzen hat er doch, aber es ist nichts Schlimmes. Ja, ruh dich noch ein bisschen aus. Du bist in der Klinik in Barbadoport, also im Hafen Barbado. Ja, jetzt kommt da noch jemand. Slav. Hallo, Fadi. Ist der Fremde schon erwacht? Ah, Slav. Du bist früh dran. Wie war dein Meeting? Wie immer, nichts Besonderes passiert und überhaupt kein Fortschritt. Der Patient ist gerade eben erst erwacht. Ah, schön, dass du wieder unter den Lebenden weilst. ja. Wo sind meine Manieren? Mein Name ist Bludo. Ich bin der Hauptarzt hier in der Klinik. Und das ist mein Sohn Slav. Der hat dich am Strand unten gefunden. Du warst zusammengebrochen und der hat dich dann hergebracht. Also du warst ohnmächtig, so gesehen. Ja. Da hat dich ein Rehboll, was auch immer das ist, angegriffen und ja, wir haben den verjagt und es war richtig knapp. Ja, Adolf sagt seinen Namen und erklärt seine Dankbarkeit. Adolf, ja, schöner Name. Ich erinnere mich nicht an dich, aber ja, wo kommst du denn her? Adol erklärt, dass er von Promalok nach Esteria mit dem Boot gefahren ist und ja, dass er hier reisen wollte. Oh meine Güte, ja. Du kamst von der anderen Seite des Ozeans sozusagen. Ist ja interessant, oder? Amazing, oh. Du bist der Erste, den ich sehe, der hier über diesen Stormwall, das ist ja. Naja, der große Ozean hier mit großen Abgrundschlucht-Ozean hier. Irgend so ein Meeresdings da rüberquert hat, ja. Denkt ihr, was ihr hier macht eigentlich? Also, das ist ja keine reale Welt, das ist ja eine Fantasiewelt. Könnt ihr euch ja vorstellen. Naja, hier kommt sie. Pass auf, Junge. Sie wird dich bei lebendigem Leib fressen. Ich werde dich gleich fressen, wenn du weiter solche Kommentare machst.
Der Junge ist verwundet, du weißt das. Und sollst du ihn nicht in Ruhe lassen? Er braucht Ruhe, ja. Das ist meine Eile. Immer ein Auge auf uns werfen, ja. Aber da hast du einen guten Punkt da, Schatz. Okay, wir werden mal dich in Ruhe lassen und dir nicht mehr das Ohr abkauen. Ja, ruh dich ruhig aus. Aber sei dir gewiss, ich bin nicht fertig mit dir. Ja, und Abe regeneriert sich unter den wachsamen Augen der Ärzte hier und einige Tage später. Ja, wir sind erwacht. Wir sind wieder wohl auf. Gut, ihr seht, das ist ein bisschen dieses Spielprinzip, was beim RPG-Maker auch verwendet wird, falls ihr einen RPG-Maker kennt. Und hier ist es auch so, dass wenn man, wie im anderen Spiel, wenn man... Ihr schaut erstmal das andere Spiel, damit er versteht, was ich hier gerade erkläre. Wenn man Leute ansprechen will, geht man einfach in sie rein und dann spricht man sie an. Gegner werden, glaube ich, auch automatisch angegriffen, wenn man durch sie durchgeht oder auf sie zuläuft. Ja, und so ist das hier halt wie beim anderen Spiel. Das Spielprinzip wurde interessanterweise übernommen, ohne dass da die neuen Spielprinzipien mit angreifen und vielleicht noch verteidigen oder so übernommen wurden. Guten Morgen, Adel. Du siehst ja wunderbar aus heute. Aber du solltest vielleicht doch noch ein bisschen vorsichtig sein. Nur zur Sicherheit. Naja. Ich denke, ein bisschen durch die Stadt laufen würde ihm auch gut tun. Nur mach dich nicht selbst fertig. Für einen Jungen in deinem Alter, naja, hast du richtig ruhig wenn du so ruhig schläfst, musst du bestimmt ganz schön was zu erzählen haben. Ja, die Townsmilizia, also die Town, das Stadtmilitär, hat sich im Lagerhaus dort verschanzt. Also kannst du ja dort mal vorbeischauen, glaube ich. Und dort ist auch Slav, der Sohn von denen, und da kann noch welche Fragen beantworten. Musst nur vorsichtig sein, dass du dich nicht überanstrengst und so, ja. Und denk dran, draußen sind Monster, also, ja, setz das nicht alles aufs Spiel, okay? Okay. Hat er noch was extra zu sagen? Ach, jetzt kann man noch extra hier machen. I need healing, I would medicine. Das hat man im anderen auch, dass man sich heilen und Medizin kaufen konnte, auch gehabt im anderen Spiel. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie gesagt, ich habe einmal durchgespielt, aber ich habe nicht viel mitgenommen von den Tricks und Kniffen, wo man ja was findet. Ich könnte jetzt mit denen reden, das mache ich jetzt nicht. Gut. Hier ist ein Buch. Kann man damit was machen? Also die Steuerung ist noch ein bisschen, muss man ein bisschen sich noch umgewöhnen. Das andere Spiel war ein bisschen anders. Hier ist das Haus, wo wir gerade waren. Oh, wer bist du denn? Ah, ich sehe schon. Du bist der Junge, der den Dr. Bludo bei sich aufgenommen hat. Ja, du musst dich viel durchgemacht haben. Aber du siehst gut aus, ja. Das hat Bludo gut gemacht. So, noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus. Also wie ich schon im anderen Spiel gesagt habe, es kann sein, dass dieses Spiel hier mehr Folgen oder mehr Zeit braucht, um denselben Fortschritt zu erreichen. Deshalb wird das wahrscheinlich jetzt zwei Folgen sein, bis ich den Fortschritt des anderen Spiels erreicht habe. Und ja, sogar der Hund reagiert, wenn ich ihn anquatsche, also durch ihn durchlaufe, auf gut Deutsch. Was ist das hier? Ah, das ist jetzt das Hauptquartier der Miliz. Das, was sie gesagt haben. Wer bist du? Fisherman. Ah, ich habe hier, solange ich mich erinnern kann, fische ich schon hier. Und ja, seit dieser Stormwall aufgetaucht ist, naja, sind meine Fänge größer denn je, ja. Es ist Segen und Fluch gleichzeitig, sagt er. Weil einmal Segen, weil es bessere Fischfänge gibt, und einmal Fluch, weil... der natürlich viele Unglücke verursacht, so auf dem Ozean, was uns ja auch hierher verschlagen hat. Ja, seitdem hier die Schiffe alle untergehen, ist nicht mehr viel Arbeit hier im Hafen zu machen. Ja. Ich wollte schon in Silberhandel übergehen, aber das hat auch nicht gut geklappt. Überall nur Unglück. Das mit dem Silber haben wir ja schon im anderen Spiel mitgekriegt, dass da irgendwas los ist. Hier ist der Rüstungsladen, okay. Und das hier sieht nach einer Kneipe oder so aus, weil das hier wie ein Bierglas so ist auf dem Schild. Hier ist noch ein Haus, aber hier gibt es kein Schild.
Und hier geht's aus der Stadt raus, wie es aussieht. Wer bist du? Diese kleinen Viecher hier nennt man Pickards. Die leben hier schon seit Generationen und sind sozusagen das, die Nahrungsmittel hier, die Hauptnahrungsmittel. Ihr Fleisch ist absolut lecker und ja, die sind leider auch leichte Beute für Monster, weil sie einfach nur so rumkreisen, ne? Deswegen ziehen wir sie hier auf und nichts kann sie verletzen, solange wir ihr sicher sind. Ja, klar, ne? Vor 6 Monaten war ja alles noch toll. Riesige Handelsschiffe sind hier immer gekommen und gegangen und alles war hier florierender Handel. Ja, aber heutzutage ist nur noch Fischen, was wir hier machen können. Fisch, Fisch, Fisch. Ja, Fischen, Fischen, Fischen. Ich wünschte, die Zeiten wären wie früher. Pass auf vor dem blauköpfigen Dämonen im Feld da draußen. Ja, wenn du nicht aufpasst, bist du tot. Du bist schließlich nur ein Mensch und wenn du dir nicht sicher bist über deine Überlebenschancen, dann solltest du lieber wegrennen. Das einfach nur wegrennen ist manchmal besser als alles andere. Okay. So, wir sollten zuerst mal zur Miliz gehen, hat er gesagt. Hallo, das ist Slav, den wir vorhin schon gesehen haben. Oh, wenn das nicht Adel ist, ist es denn okay für dich hier schon rumzulaufen so? Immer wenn ich hier vorbeigekommen bin bei dir, warst du schon eingeschlafen. Muss sehr erschöpft gewesen sein. Naja, ich hab, vom Übersee gehört, ich habe verschiedene Sachen von Übersee gehört, aber weiß nicht, was so richtig davon wahr ist. Ich würde gern wissen, was die Leute über uns erzählen. Und ja, Ada erzählt ein bisschen was, dass das Land verflucht war. Und ja, was, das war verflucht? Ah, das ist nicht richtig, nicht wirklich wahr. Aber es ist auch nicht so falsch. Ich schätze mal, wir können nicht auf wirklich viel Support von außerhalb hoffen, ja. Wenn die denken, wir sind hier verflucht, naja, müssen wir wohl selbst die Sachen in die Hand nehmen. Jedenfalls, ich weiß nicht viel, aber ich bin froh, dass ich dir irgendwelche Fragen, die du hast, beantworten kann. Frag einfach los. Gut, Barbado. Barbado ist nur eine Hafenstadt in Hysteria. Es war nur früher ein kleines Schiffsdorf, Fishingdorf, aber da, seitdem das Silber hier entdeckt wurde, wurde das eine große Hafenstadt, die eben Handelsstadt wurde und so. Oder Dorf, keine Ahnung. Ja, über Nacht wurde es, war so ein richtiger Boom mit dem Silber und so. Aber seitdem Storm aufgetaucht ist, hat das alles sich wieder erledigt und kein Schiff kann mehr ein- oder raus. Ja. Und deshalb sind wir wieder ein kleines Fischerdorf. Zumindest für einen Moment. Ja, zumindest haben wir ein bisschen Geld verdient durch das Überhandeln und naja. Hysteria. Hysteria ist ein kleines Inselland und es gibt nur wenige Städte hier. Barbado, Minea, die eingemauerte Stadt und Cepic Village. Im anderen Spiel haben wir beide schon gesehen, Minea und Cepic. Allerdings haben wir Barbado nicht gesehen. Wie gesagt, wir müssen uns erstmal nach Minea durchschlagen und von dort aus sind wir dann an dem Punkt, wo wir im anderen Spiel gestartet sind. Deswegen auch die Aussage, dass wir ein bisschen mehr hier arbeiten müssen, ehe wir denselben Fortschritt haben wie im anderen Spiel. Vor nicht allzu langer Zeit gab es ja auch noch eine Stadt namens Rastin, aber die wurde von Monstern zerstört und nachdem die Mine geschlossen wurde. Und der Platz, wo ich dich gefunden habe, ist Whitehorn Beach. Ja. Mutter aller Perlenstücken werden da an den Strand gewaschen. Toller Ort, um mal spazieren zu machen, aber ja, wegen den Monstern, keine Ahnung. Oh, und dann gibt's noch Darm Tower. Das ist das ist ein Ort, wo Leute, die Abenteuer suchen, hingehen, ja. So in der Art. Sieht so aus, als wenn es die Wolken küsst, der Turm, und an klaren Tagen kann man es von Promalok, hä? Von Promalok komplett sehen. Promalok? Es gibt auch noch andere Touristenorte, aber
Ja, die sind seit Kürzem eben von Monstern überrannt und das ist seitdem Stormwall aufgetaucht ist. Hat alles für uns kompliziert gemacht. Stormwall. Vor 6 Monaten ungefähr ist es erschienen und der erste Sturm kam über Nacht, als ein Handelsschiff Silber von hier aus weggeschafft hat. Und das Schiff wurde eben an Land gespült oder die Reste des Schiffs und am nächsten Morgen haben wir das gefunden, ja. Anfangs dachten wir noch, das ist ein einzigartiges Unglück, aber das hat seitdem jedes einzelne Schiff betroffen, was hier losgefahren ist. Und damit hat das mit Stormwall angefangen und ja, wir sind deswegen hier gefangen. Ja, andere sind deswegen sehr unglücklich, aber ich bin zu, keine Ahnung, ihr wisst schon. Ja, zu stur dafür, so könnte man es übersetzen, ja. Als das Stormwall aufgetaucht ist, kamen die Monster und sie haben uns an dem Tag am Strand angegriffen und wir nennen diese Spezies Rebull. Und sie sind zuerst eben auf der Straße Richtung Berge aufgetaucht, aber sie haben bald auch die Dörfer angegriffen. In Barbado wurde speziell sehr stark getroffen. Minea hat durch die Mauern da rundherum weniger Schaden bekommen und Sepik wurde aus irgendeinem Grund auch verschont. Es hat irgendwas mit einer magischen Klinge zu tun. Darüber erfahren wir im anderen Spiel auch noch was. Aber noch nicht so viel dazu. Das werden wir später noch erfahren. Ja, wir haben nicht wirklich was uns hier schützen kann. Deswegen müssen wir uns selbst verteidigen. Ja. So, dann haben wir alle Fragen jetzt beantwortet. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel gelangweilig für euch. Ja, komm zurück, wenn du Lust hast, nächstes Mal. So, ist hier irgendwo Kistenmäßiges was? Nee. Du bist der in Slav sozusagen angehört hat. Okay. Rothaarige, wie du, sind hier eine Rarität. Oh. Interessant. Oberes Geschoss? Aha. Jetzt bin ich hier draußen. Ist hier irgendwas? Da oben steht er. Was ist denn der da? Wir beobachten die Umgebung hier und wenn die Dämons mal angreifen, die Dämonen, dann können wir sie sofort sehen und sind dann bereit dafür. Gut, schön. Gehen wir wieder rein. Ich glaube, jetzt wurden alle Fragen beantwortet. Und dann gehen wir mal schauen, was die anderen Häuser so sagen. Was war das hier? Armory, Rüstungsladen. Verschlossen, schade. Bevor der Stormwall aufgetaucht ist, ja, war es hier in der Bar richtig immer voll und übergelaufen, aber ich kann es vertragen, arm zu sein, ich verstehe das und ich hasse es nur, gelangweilt zu sein den ganzen Tag. Solch leuchtendes rotes Haar. Du musst Ada sein, wa? Dr. Bluno hat mir von dir erzählt. Wie du siehst, sind wir ein bisschen, ist ja nicht viel los. Ja, der Stormwall hat Touristen verscheucht und, naja, das kommt nicht mehr viel. Ja, ist alles, das sozusagen weist alles auf diese Misere hin, die hier stattfindet. Oder die hier eingeschlagen hat. Was ist hier? Hallo. Mein Vater sagt immer, wir wollen Hysteria verlassen, aber warum sollte ich die Ortschaft verlassen, wenn ich hier so viele gute Freunde habe? Ja, stimmt eigentlich. Zumal, wenn die Schiffe eh untergehen, warum sollte man dann in die Stadt verlassen? Achso, der meint in die anderen, nach Minerva gehen, wegen den Angriff wahrscheinlich. Ich bin hierher gekommen, weil ich gehört habe, dass man hier richtig gut Geld verdienen kann. Mit dem Silber. Und nun will ich einfach nur nach Hause. Mann, dieser Storm. Äh,
irgendwann war Barbado war in Händlern geschwommen oder ist in Händlern geschwommen. Aber nun sind sie alle nach Hause gegangen oder haben versucht zumindest und wurden von den Stürmen verschluckt. Ich bin nur froh, dass hier unsere Familie ist. Das ist genug, um mich glücklich zu machen. Aha. Ah, ich glaube, ich bin mein Freund, dem Mann. Aha. Ja, Slav macht viel, um die Stadt sicher zu halten, aber irgendwann übertreibt das auch, also. Ja, wäre es nicht sinnvoller für alle, die hier in Angst leben, rüber nach Minea zu gehen, wo sie relativ sicher sind durch die Stadtmauern? Ja, das ist die Frage. Wäre es denn wirklich sicher dort? Hallo, Mister. Kommst du vom Hauptland? Ist der Storm mal wirklich so schlimm? Ich hoffe, er bleibt für immer. Wenn das irgendwann nicht mehr da ist, muss die Nachbarfamilie mit der Tochter weggehen. Ah, die Tochter wollte ja mit ihm spielen. Dank dem Stormer habe ich meine Freundin gefunden. Sagen die alle mehrmals unterschiedliche Sachen? Muss ich alle mehrmals anquatschen oder wie? Ja, das ist die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Ich würde niemals in Betracht ziehen, hier diese Stadt zu verlassen. Aber die Sicherheit meiner Kinder ist das Wichtigste. Vielleicht sollte ich wirklich nach Minea gehen, wegen der Stadtmauer, weil die da sicher sind. Sagt er jetzt was anderes? Nee, die sagt das Gleiche. Sagst du auch das Gleiche? Ja, wir sind keine Gegner für die Monster. Wenn die kommen, sind wir tot, sagt er. Eher was Neues? Mal gucken. Nein. Sagt nichts Neues. Hast du was Neues? Did you need something? Ja, ich brauch was. Ich hab gehofft, jetzt sagt er irgendwann, dass er mir was gibt oder so. Das ist auch nichts Neues. Ich habe mal nämlich im Achievement gelesen, dass es hier irgendwo was geben soll, aber ich weiß nicht wie und wo. Vielleicht sagt der draußen jetzt mehr. Ja. Ja, ich denke nicht, dass sie am tagsüber angreifen werden, aber lieber sicher als übers Hälfte sorry sein. Irgendeiner muss es ja machen und dieser irgendeiner bin ich. Sagst du noch irgendwas anderes? Okay, das ist immer noch das Gleiche. Ich hab gehofft. Gab irgendwie ein Achievement, weil es spielt ja über Steam und da gibt es ja so diese Steam-Achievements und da gibt es irgendwie ein Achievement, dass man hier irgendwas kriegen kann. Aber ich weiß nicht mehr wie und was. So, Rüstungshändler war zu, die beiden Häuser haben wir abgeklappert. In der Kneipe waren wir gewesen. Hier waren wir noch nicht. Wer bist du? Granny, Großmutter Daria. Mein Sohn und meine Frau leben in Minea. Sie wollen immer, dass ich mit ihnen mitlebe, aber das muss ein Witz sein, denn das hier ist mein Zuhause und ich werde den Ort hier nicht verlassen, egal wie gefährlich es hier ist. In meinem Alter ist es sinnlos, ein neues Zuhause zu finden. Ich wurde hier geboren und aufgewachsen. Okay, dann sagt er jetzt das Gleiche. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob hier irgendwo Kisten vielleicht waren. Mist. Gut, das hat man schon. Hast du was Neues? Nee. Wer bist du? Ja, das haben wir schon gehört. Oh, du hast deine Freundin Minerva nicht gesehen seitdem. Naja, gut. Was passiert, wenn ich jetzt hier rausgehe? Bump System. Ja, das ist das Bump System, was ich erklärt habe. Im anderen Spiel schon, dass eben, wenn man gegen Gegner gegenläuft, schädigt man die und man sollte nicht gerade zulaufen, sondern lieber von der Seite, weil man dann bessere Chancen hat, einen Gegner zu treffen. Können wir die überhaupt verletzen? Ah. Sehr gut. Wir konnten ihn töten, obwohl wir noch keine Ausrüstung großartig haben. Autsch, jetzt sind wir tot.
Man sieht, ich habe hier noch nicht weiter gespielt. gespeichert. Ich hätte vorher speichern sollen, glaube ich. Gut, ich werde die Folge beenden. Ich werde beim nächsten Mal wieder hier das Spiel aufnehmen oder so weiterspielen bis hier und werde dann die nächste Folge beginnen. Wir haben den Fortschritt von dem anderen Spiel noch nicht erreicht und ja, deswegen wird es dann hier noch eine Folge geben und dann werden wir hoffentlich so weit kommen, wie wir beim anderen Spiel gewesen sind. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.